herzlich willkommen. Mein Name ist Antimythos und wir spielen heute wieder ein bisschen Adventure Communist. Yes, das Spiel ist frisch gestartet und wir haben hier ein paar Unlocks. Ich claim hier einfach mal und wir sind mittlerweile bei 4300 Kameraden die Sekunde. Weil wir haben unter anderem auch hier hinten das erste Hospital. Ich habe das nicht richtig gekauft in dem Sinne. So wie es jetzt im Prinzip ja, normal wäre. Mit über diese ganzen Reihen hier und so, sondern ich habe bei den Experimenten das hier einfach geholt für 140 oder so von diesen Scientist-Dingern und dadurch haben wir das im Grunde schon, ne? Und jetzt gucke ich mal ganz kurz durch, ich kaufe hier mal die ganzen letzten Sachen, der Rest ist nur noch kameradenabhängig, ne? So ein Stück weit. Irgendwas hapert da gerade ein bisschen, ist eigenartig. Achso, ja, ich sehe gerade, wir haben hier irgendwo Upgrades zwischendurch. Klub. Ich gucke mal, was kostet denn ein neues? 240, das können wir uns noch lange nicht leisten. Das wird hier mit dem Wahrscheinlichkeit, ja, 19.000, das können wir auch erstmal vollkommen vergessen. Das mit den Highways ist gerade sehr seltsam. Achso, ich habe 50% ausgegeben. Oh, kein Wunder. Naja, mal wenigstens mal ein bisschen was drauf verteilt wieder. So. Wir kriegen also eine ganze Menge an Materialien dazu, sozusagen. Wir sind jetzt schon bei 170. Wir haben eben 57 gekriegt. Dann kommt jetzt noch der tägliche Bonus dazu und dann können wir uns das nächste Hospital-Dings leisten, ne? Das würde bedeuten, dass der Boost, den das Ding gibt, nochmal verfünffacht oder so wird. Und das ist erstmal mein Ziel, dass ich meine ganzen Scientists erstmal da reinstecke und dass das dann verbessert wird in dem Sinne. Und ich habe auch das Gefühl, dass wenn du Sachen also beschleunigst, sagen wir mal dreimal so schnell machst, so wie die Potatoes zum Beispiel, die gehen ab wie Sau, bin ich der Meinung, dass du die Sachen auch haben musst, damit es bei denen wirkt. Das heißt, ich habe jetzt dreimal es gekauft und habe das hier nicht, weil ich bin der Meinung, dass Hospitals schon immer 30 Sekunden gedauert haben. Müsste man mal ausprobieren. Ich werde ja sowieso irgendwann mal diese super Upgrades kaufen. Die für 2000, glaube ich, wurde dann 21-fache Geschwindigkeit hast. Ich bin mir nicht ganz sicher. So, oder ich hole mir dann irgendwann mal die ganz teuren für 100.000 147-fache Geschwindigkeit. Ich meine, hallo? Dafür sind sie auch dementsprechend teuer, muss ich ja sagen, ja. Da gibt's nichts dran zu klingeln. Das ist leider so das Problem. Und ich muss sagen, das mit den Nurses geht schon ganz gut. Wenn wir jetzt das noch upgraden, das muss ich nochmal ganz kurz gucken. Ich bin einfach zu neugierig. Ich hätte einfach warten können. Siebenfach-Boost. Kommt der Siebenfach-Boost nochmal oben rauf oder ist es dann insgesamt Siebenfach-Boost? Ey, das ist schon so lange her, dass wir damit mal angefangen haben mit dem Spiel. Deswegen weiß ich das gar nicht mehr. Tut mir leid, genau jetzt habe ich irgendwas im Hals, das kratzt unheimlich doll. Jetzt ist es weg. Naja, irgendwie auch nicht. Schon sehr nervig. Muss doch alles nicht sein, sowas. Mann. Lass uns doch einfach ganz in Ruhe diese Dinge hier machen. Ich überlege immer noch bei dem Shop, ne? Jetzt kostet das 7,99. War der vorher auch schon 7,99? Ich glaube ja, ne? Bin mir da nicht so sicher. Ich weiß es nicht. 7,99. Könnte sein. Stimmt, habe ich gesagt, ich habe noch so und so viel Euro, ne? Naja, ich habe jetzt echt mit 4,99 gerechnet oder so, oder mit 3,99. Hm. Und holen wir dies mir eh nicht, weil das ist einfach Geldverschwendung dafür, dass du es auch kostenlos haben kannst. Ich frage mich, ob sie hier auch mal irgendwann Events einfügen werden. Weil in Adventure Capitalist ist im Augenblick 1. Da habe ich angefangen mit zu spielen. Das sind zwar nur noch 4 Tage. Ich bin ein bisschen doll spät dran, was das angeht, aber ich mache auf jeden Fall mit. So, der große Zeitpunkt der Wahrheit. Es gibt das Ding 500. Gibt es dann 700 oder gibt es dann mehr? Es gibt 7000. What the fuck? 7000 Kameraden. Alle so und so Sekunden.
alle 30 Sekunden. Das ist nicht schlecht. Das kann man mal nehmen für eine Mark. Und dass du die ganze Nacht über so laufen lässt, ja. Ah, ich sehe schon, das Cloning Lab kostet 2 Hospitale nur. Okay. Gut, die sind ja auch nicht so einfach zu kriegen, ja, meiner Meinung nach. Es ist nicht so geil. Weil, wie ihr seht, das aufzubauen, das ist ultra langwierig. Meine Güte. Das heißt, wir können das Ding nochmal skillen, ne? Ein drittes und ein viertes Mal, glaube ich. Das bleibt so teuer. Cool. Das ist richtig cool. Das heißt, wir hatten einmal mal 5. Und das, was du dann hattest, nochmal mal 7. Und wir haben 7000, weil wir 2 Hospitals haben. Das macht Sinn. Ich würde trotzdem gerne ausprobieren, wie das ist mit dem Beschleunigen. Weil wenn er das beschleunigt jetzt, das wäre schon fett, ja. 3 Mal so schnell. Das heißt, es würde alle 10 Sekunden würde das was geben, ja. Ja. Das wäre schon cool, ne? Das wäre schon richtig geil, ja. Ich weiß nicht warum, aber ich mag diese Spiele irgendwie. Das ist so zwischendurch mal machen und... Bei dem hier und bei Capitalist ist es ziemlich einfach, weil du nichts machen musst, außer dann abzuwarten. Ich klicke ja hier, es muss ja häufiger mal verteilen zwischendurch. Das ist so ein bisschen... Naja, sag ich mal, aber... Das hier geht, ne? Ab und zu mal hier ein paar Nurses kaufen, wollte ich eigentlich sagen. Und dann ist das auch relativ, läuft das auch relativ gut hier. Bald wieder die nächste Klinik. Und sobald wir 500 Kliniken haben, können wir uns ein Hospital kaufen. Hospital. Wir brauchen viel mehr Kameraden. Eindeutig. Warum kriegen wir hier nicht mehr? Alles klar, eben mal kurz die meckert. Geht los. Die Erzkapsel ist durch. Dann sind wir bis nach, Erzkapsel ist dieses Mal durch. Achso, ja, Waffen und wie immer. Dann werde ich Waffen kriegen, Medizin, Waffen kriegen, dann werde ich wieder Medizin kriegen oder so. So ist es irgendwie immer, jeden Tag. So gefühlt zumindest. Diese Trades. Das wird später schön, wenn der richtig... Upsala. Wenn du richtig schnell Kameraden kriegst. Weil 4000 die Sekunde ist schon eine Menge, aber das ist jetzt nicht so, dass man sagt, ich kann mir jetzt hier alles davon leisten, ne? Im Endeffekt hapert es ja alles nur an Kameraden. Ich meine, dass wir jetzt schon über 50 Scientists kriegen, beziehungsweise in dem Fall sogar mit den Boni über fast 100. Naja. Das ist schon nicht schlecht. Alle 6 Stunden vor allen Dingen dann nochmal die 50 abgreifen. Das würde bedeuten, ich müsste um 15 Uhr nochmal nachglotzen und um 21 Uhr. Das habe ich gestern zum Beispiel gemacht. Deswegen habe ich so viel gehabt. Ich habe die gestern erst ausgegeben, glaube ich. Das würde bedeuten, ich gebe sie morgen wieder aus, wenn das so weiterläuft. Na komm, gib mir eine von den Kapseln. Das wird doch wieder die Dingenskapsel sein. Die Waffenkapsel, ne? Hab dich also nicht so. Und ich weiß auch nicht, warum die anders angeordnet sind hier in der Reihe. Weil Erz und Waffen ist eigentlich falsch rum. Ha, das fällt mir jetzt auf. Obwohl das schon die ganze Zeit so ist. Das ist ja seltsam. So, wir haben hier unbedingt, wir haben einen Kameradenmangel, das ist geil. Oh, komm schon, Mann. Gib mir den Shit. Oh. Gib mir den Shit. Bum, 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 bum. Ich brauche das. Lässt sich aber wieder zeiern, feiern die Scheiße hier, ne?
Boah, Alter, ist das nervig. Leck mich, mach das, mach irgendwas anderes. Ja, ganz plötzlich, ja. Kommst du angeschissen hier. Lass mich raten, das war jetzt die, genau wie immer. Der Butler ist ein Stück schneller. So, ich überlege gerade. Also wir haben, also Material ist nicht mehr das Problem. Wir können uns alles leisten. Das Dumme ist jetzt im Augenblick nur die Kameraden. Kameraden kriegen wir, indem wir Hospitals kaufen. Ich bin ja nur schon mehr oder weniger auf Hochdruck dabei, hier diese ganzen Sachen zu kaufen. Aber du brauchst so viele Krankenschwestern, das ist unglaublich, ne? Nur um sich da ein bisschen was leisten zu können. Das ist echt der Wahnsinn. Ich meine, das ist schon gut geworden, seitdem wir jetzt diese Hospitals haben und so weiter. Und allgemein ist das auch ja nicht so schlecht. Aber das zieht sich, Mann, Alter. Guck mal, wenn wir neue Dinger bekommen hier. Da sind solche die Farmer komplett durch. Kommunen haben wir noch ein bisschen und dann staffelt sich das natürlich nach unten. Das ist das nächste Hive-Upgrade. Kameraden. 1 Million Hives. Ist das 1 Million oder ist das schon drüber? Mal kurz gucken. Ist 1 Million. Das lässt sich sogar machen. Irgendwie. Ist machbar. Das gleiche ist mit den ganzen anderen Dinger auch, ne? Wir gehen jetzt davon aus, dass wir die letzten erstmal nur skillen, weil das andere ja automatisch dazukommt. Da ist das gleiche. 1 Million. Dann ist das hier und hier hinten genauso. Das heißt, 1 Million von denen erreichen ist jetzt nicht gerade das leichteste. Heieieiei. Uhu. 1 Mille. Gut, dann ist das ein Ziel, aber im Augenblick immer noch Nurses, ja. Gut, dann würde ich sagen, das war's erstmal für diese Folge. Ne? Wenn euch das gefallen hat, lasst doch ein Like da. Ihr könnt mich auch gleich im Endscreen abonnieren. Ihr könnt euch dort auch das letzte hochgeladene Video anschauen. Und eine komplette Playlist, die ich vielleicht hiervon auch noch machen werde. Mal sehen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen.